Beate Schücking, Direktorin der Universität Leipzig, zwischen über 5000 Studierenden. Sie alle protestieren gegen Kürzungen im Bildungsbereich. An der Universität Leipzig gibt es seit Monaten Diskussionen. Ganze Institute sollen geschlossen werden. Die Uni unterliegt einem Spardiktat, sagt das Rektorat. Wir sind als Rektorat sowie die Landesrektorenkonferenz der Auffassung, dass die BAföG-Millionen, die jetzt gerade ins Land kommen, dafür eingesetzt werden müssen, die Kürzungen abzubauen. Die Rektorin der Uni Leipzig fordert nun ein Einlenken der Landespolitik. Die bisherigen Argumente seien hinfällig. Der anwesende CDU-Landespolitiker sieht das anders. Die Schließung von Theaterwissenschaft und Archäologie könne er nicht nachvollziehen. Er sagt, das Rektorat der Uni Leipzig müsse viel stärker kommunizieren. Ich bin überzeugt davon, dass die Hochschulpolitik, die wir in den nächsten Jahren vor uns haben und die wir für richtig halten, auch der richtige Weg ist. Es ist schwer, andere, die sich als Betroffene sehen, davon zu überzeugen. Ich will aber auch im Zusammenhang mit der heutigen Demo, soweit es um Kürzungen geht, sagen, vieles von, wenn nicht alles, was hier an Kürzungsdiktat beschrieben wird, ist vom Rektorat selbst herbeigeführt und verursacht. Dieses Ping-Pong-Spiel der Verantwortlichkeiten, es dauert den Betroffenen schon zu lang. Sie wollen Entscheidungen und ein Ende der Kürzungen im Bildungsbereich. Rücknahme des Stellenbeschlusses, die Grundfinanzierung, also Anhebung der Grundfinanzierung auf den Bundesdurchschnitt und die bessere Ausfinanzierung der sächsischen Studentenwerke, die Verdopplung der Zuschüsse durch den Freistaat. An diesem Mittwoch ziehen nicht nur Leipziger Studenten durch die Innenstadt. Auch aus Halle, Dresden, Magdeburg und Erfurt sind hunderte Menschen angereist, um gegen die Sparmaßnahmen zu demonstrieren. Denn die Trommeln und Trillerpfeifen, sie sollen auch bis in die Landesregierungen zu hören sein.